Es wird schlimmer. Was sagt denn der Wetterbericht? Hat ausnahmsweise einmal recht gehabt. Sturm und Regen. Windgeschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer. Das haben wir ja jetzt schon. Sind das die Fensterläden? Herein. Guten Abend. Na, guten Abend. Ich wollte mich nur erkundigen, Frau Schulte, ist alles in Ordnung? Ja, danke. Der Sturm geht mir auf die Nerven. Tja, schwerer Nordweststurm. Das wird die Nacht wohl so durchgehen. Ist Ihr Mann schon da? Nein, er ist noch unterwegs. Im Stall alles in Ordnung? Ja, nur die Pferde sind unruhig, aber bei solchem Wetter ja immer. Ich gehe dann rüber. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Wesenbrink. Ach, gute Nacht. Ich werde das Garagentor hochschieben, dass Ihr Mann gleich reinfahren kann. Wenn Sie das tun wollen. Ich bin ja schon nass bis auf die Haut. Gute Nacht. Also ich verstehe das nicht. Er könnte doch wenigstens anrufen. Vielleicht hat er keine Gelegenheit gehabt. Mir fallen die Augen zu. Ich kann nicht mehr. Eine harte Strafe für das verbummelte Semester, hm? Ach, ich sage es dir. Manchmal kommt mir die ganze Psychologie schon bei den Ohren raus. Gute Nacht, Marlene. Schlaf gut. Ich wollte nur fragen, ist mein Mann schon unterwegs? Vor einer halben Stunde? Nein, ist er nicht da. Ja, schlimmes Wetter. Ja, danke vielmals. Ja. Jemand hat auf mich geschossen. Was? Nein, halt auf, bitte geh weg vom Fenster. Ich bitte dich, geh weg, schnell. Sei vorsichtig. Wie denn? Geschossen? Komm, setz dich. Komm her zu mir. Ich hörte ein Geräusch. Ja. Es klang, als ob ein Stein in die Scheibe geworfen würde. Du siehst ja, das Glas ist kaputt. Ich bin hingegangen, um nachzusehen. Ich habe das Fenster geöffnet.
Und da fiel der Schuss. Ich sah einen Mann. Was für ein Mann? Er hielt sich mit einer Hand am Fensterbrett fest. Und in der anderen Hand hatte er eine Pistole. Kennst du? Hast du den Mann erkannt? Marlene, hast du den Mann erkannt? Oh Gott, Marlene. Was? Was, Richard? Du bist ganz sicher. Ja. Marlene, schön, dass ihr noch, dass ihr noch auf seid und auf mich gewartet habt. Sag mal, was war denn hier los? Hm? Wisst ihr was? Wieso steht das Fenster auf? Scheibe kaputt. Sie wurde eingeschlagen. Eingeschlagen? Jemand hat auf Marlene geschossen. Was? Ich rufe jetzt die Polizei. Moment, leg den Hörer in den Wald drauf. Sag mal, was redest du da für ein Unsinn? Sag mir mal, wer hat auf wen wann geschossen? Marlene, was erzählt sie da? Marlene! Was ist mit dir? Es hat wirklich jemand auf sie geschossen? Sie hörte, wie die Scheibe eingeschlagen wurde. Mhm. Ging zum Fenster. Und? Und sah dich. Mich? Ja, sind hier. Du hast versucht, sie umzubringen. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Ich soll auf Marlene geschossen haben. Das könnt ihr doch nicht glauben. Marlene. Rühr sie nicht! Mach mich nicht wahnsinnig! Ich glaube, ihr seht Gespenster. Verdammt, Ben. Wenn da durchs Fenster ein Schuss gefallen ist, dann, also, da muss doch auf der Wand oder irgendwo muss doch ein Loch sein. Thank you.
Marlene, du hast mich gesehen. Du hast mich erkannt. Sie ist ganz sicher. Ich will's von ihr hören. Also? Sie sah einen Mann, der eine Pistole in der Hand hatte und schoss. Und dieser Mann war ich. Warst du? Marlene. Du hast mich erkannt. Mich? Bist du ganz sicher? Ja. Ich rufe jetzt die Polizei an. Ja, tu das. Tu das. Guten Abend, hier ist Gut Lindenau. Waltraud Heimer. Bei uns ist ein Mordanschlag verübt worden. Auf meine Schwester Marlene wurde geschossen. Ja. Danke. Sie kommen gleich. Ich rufe jetzt noch bei Wesenbrink an. Er soll herüberkommen. Ja, guten Abend. Scheiße, wir sind nicht so durchgeschickt. Ja, wir haben keine Schwierigkeiten. Landwege haben Sie in sich. Wir haben von der Kripo aus München, auf Vorstellung der Wesenbrink. Guten Abend, Herr Wesenbrink. Guten Abend, wenn Sie wieder reinkommen. Ja, ja, sehr gerne. Einen Moment bitte. Was habt ihr bisher festgestellt? Marlene, du wirst gleich eine Aussage zu Protokoll geben müssen, unterschreiben müssen. Du kannst nicht unterschreiben, dass du mich gesehen hast, mich erkannt hast. Herrgott, vielleicht war da eine gewisse Ähnlichkeit im Aussehen. Irgendeine Ähnlichkeit in der Kleidung, im Alter, was weiß ich denn. Aber du kannst doch nicht bezeugen. Bezeugen, das heißt, auf deinen Eid nehmen, dass ich es war. Überleg doch mal, warum sollte ich? Ich sollte einen Grund haben, dich umzubringen. Warum? Ich weiß es nicht. Guten Abend. Darf ich vorstellen, Oberinspektor Derrick von der Kripo München. Das ist Frau Schulte, Ihre Schwester von Herrn Heimann. Guten Abend. Und das der Ehemann, Herr Schulte. Guten Abend, Herr Schulte. Auf Sie wurde geschossen, ja? Ja. Der Schuss ging daneben. Die Kugel sitzt hier in der Wand. Essingen, Bild steht hier. Und das Fenster ist das da? Dieses hier genau gegenüber. Also, Frau Schulte, darf ich die anderen vielleicht bitten, einen Nebenraum zu geben? Marlene, du darfst nicht ausschließen. Ja, kommen Sie bitte. Herr Kollege, Marlene. Nicht. Danke. Kannst du doch nicht glauben. Nicht ernsthaft glauben. Ich sagte dir doch bereits, sie ist sich völlig sicher. Ich habe sie gefragt, bist du dir auch wirklich sicher? Sie hat ja gesagt. Also, Sie hörten das Klirren, Sie hörten, wie die Scheibe kaputt ging, nicht wahr? Ja. Und Sie gingen dann zum Fenster? Ja, sofort. Und die Vorhänge waren so wie jetzt offen? Ja, genauso. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, ich versuchte, zum Fenster rauszusehen und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Machen Sie es mal. Machen Sie es mal, bitte.
Nur so weit. Ja. Ja, und dann? Ja, und dann sah ich den Mann. Er hielt sich mit einer Hand am Fensterbrett fest. Wie hielt er sich fest? Mit der rechten oder mit der linken Hand? Mit der linken. In der anderen Hand sah ich die Pistole. Und Sie standen genau da, wo Sie jetzt stehen? Ja, ungefähr hier. Und der Mann schoss? Ja, es war ein entsetzlicher Knall. Ich flog durch das halbe Zimmer bis da an die Wand. Sie sind nicht verletzt, nein? Nein. Sie haben den Mann, der auf Sie geschossen hat, erkannt. Wie meine Kollegen sagen, wie Ihre Schwester aussagt, haben Sie Ihren Mann erkannt. Ja. Ja, ich glaubte es. Das heißt, ich war eigentlich ganz sicher. Sind Sie jetzt nicht mehr ganz sicher? Sie schließen jetzt nicht mehr aus, dass Sie auch geirrt haben könnten, oder? Der Sturm, der Regen, der Schreck. Es ging alles so wahnsinnig schnell. Ah, ich verstehe das sehr gut, aber schauen Sie, wir brauchen eine ganz genaue, zweifelsfreie Aussage. Wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, können wir nicht gegen Ihren Mann vorgehen. Haben Sie Zweifel? Oh mein Gott. Ich lasse Ihnen Zeit. Oder haben Sie Angst? Haben Sie Angst, die Wahrheit zu sagen? Fühlen Sie sich bedroht? Nein, nein, aber ich kann auch nicht mehr ausschließen, dass ich mich geirrt habe. Wissen Sie, der Mann sah aus wie mein Mann. Ich dachte, es sei mein Mann. Ich war eigentlich ganz sicher, aber es ist ein entsetzlicher Vorwurf. Ihr Mann war nicht zu Hause. Nein, er war auf einer Verbandssitzung des Bauernverbandes. Wann ist er denn nach Hause gekommen? Ich meine, wie lange, nachdem der Schuss gefallen ist? Ganz kurz danach, ein paar Minuten. Hat Ihr Mann denn eine Pistole oder einen Revolver? Eine Pistole? Nein, wir haben nur Jagdwaffen im Haus. Also Langwaffen? Ja. Und in welchem Zustand ist er nach Hause gekommen? Normal, so wie immer. Völlig unbefahren? Mhm. Und sein äußerer Zustand? Ich meine, er muss ja tropfnass gewesen sein. Ja. So? Aber er ist doch mit dem Wagen gekommen. Die Garage liegt etwas abseits. Er musste ja durch den Regen. Mhm. Mhm. Fräulein Heimann, können Sie bitte kommen? Ja. Eberhard, mein Gott, bin ich froh, dass du da bist. Ich bin natürlich sofort aus München rübergekommen. Dann habe ich richtig verstanden. Der hat auf Marlene geschossen. Das ist furchtbar, ja. Wo ist Marlene? Da drin. Nein, Eberhard, du kannst jetzt nicht rein. Die Polizei ist gerade bei ihr. Und wo ist er? In der Bibliothek. Wartet. Gut. Dann erzählen wir hier, was alles passiert ist. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihrem Mann? Sehr gut. Sie haben keine Probleme miteinander? Nein, keine. Fast keine. Fast keine? Ja, also keine, die irgendwie von Bedeutung wären. Wie lange sind Sie verheiratet? Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr? Sind Sie ja fast noch in den Flitterwochen. Tja, dann fiel der Schuss. Unglaublich. Einfach unglaublich. Wo waren Sie, als der Schuss fiel? Im Gesindehaus. Ich hatte mich gerade ausgezogen. Ich habe nichts gehört, gar nichts. Der Sturm, wissen Sie? Unglaublich. In der Bibliothek, hast du gesagt? Ja. Ich habe gehört, was hier passiert ist. Eberhard! Oh. Bist du verrückt geworden? Seid ihr alle verrückt geworden? Haben Sie es nicht verhindern können? Haben Sie. Verhaften Sie den Mann. Bringen Sie ihn dahin, wo er hergekommen ist. Das Gefängnis. Marlene. Marlene. Ihre Frau hat ihre ursprüngliche Aussage zurückgenommen. Sie hat sie nicht mit absoluter Sicherheit erkannt. Aber
warst dir doch absolut sicher. Du hast mir doch selbst gesagt, dass er es war. Wieso sagst du jetzt auf einmal, er war es vielleicht nicht, Inspektor? Was haben Sie ihr gesagt? Nur, was glauben Sie? Ich habe gesagt, dass Ihre Aussage entscheidend ist. War es richtig? Ja, natürlich ist das richtig. Das ist natürlich richtig, Marlene, aber du hast Angst, nicht wahr? Ich sehe das, dass du Angst hast. Aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Es kann dir doch nichts geschehen. Du musst nur die Wahrheit sagen. Marlene, du musst sagen, dass er es war. Marlene, hörst du? Bitte lass. Ich verstehe das nicht. Sie lügt, wenn sie sagt, er war es nicht. So. Darf ich fragen, wer Sie sind? Das ist mein Bruder. Ich habe ihn gleich angerufen. Wo wohnen Sie? In München. Ich bin eben erst angekommen. Gehen wir nach nebenan. Das ist Inspektor Klein, Herr Heimann. Guten Abend. Was war denn das eben für eine Bemerkung da drin? Schicken Sie ihn dahin, wo er hergekommen ist, ins Gefängnis. Was soll denn das? Wer ist denn das noch nicht zur Sprache gekommen? Der Mann war im Gefängnis. 2 oder 3 Jahre, ich weiß nicht, wie viel bekommt man bei Totschlag. Ach, wegen Totschlags? Ja, da hat mir jemand halb totgeschlagen. Er ist verurteilt worden und hat mehrere Jahre gesessen. Ist das neu für Sie? Ja, das ist neu für uns. Ja, dann erfahren Sie es eben von mir. Der Mann ist gerichtsbegangen. Setzen wir uns dort, können Sie. Er müsste eigentlich sogar in der Kartei stehen. Ja, meine Schwester ist seit 3 Jahren Witwe. Vor einem Dreivierteljahr war sie auf Urlaub in Teneriffa, hat sie ihn kennengelernt. Er war dort ebenfalls auf Urlaub. Nach seinem Gefängnisaufenthalt, den er selbstverständlich niemals erwähnt. Sie hat sich in ihn verliebt, kam zurück und sagte, ich heirate ihn. Sie hat ihm vorgestellt, der Mann wirkte bescheiden, er machte einen guten Eindruck. Er war, was war er eigentlich? Auf jeden Fall kein Landwirt. Er versprach, alles zu tun, um zu lernen, sich auszubilden. Er wusste warum. Wenn der Anschlag heute Abend geglückt wäre, wäre er im Besitze des Gutes gewesen. Na, das ist doch was. Marlene? Marlene? Marlene, mach doch auf. Bist du allein? Ja. Marlene, ich verstehe das nicht. Warum sagst du jetzt auf einmal, du bist dir nicht mehr sicher? Warum sagst du nicht, wie es war? Die Wahrheit. Sie haben also nicht auf Ihre Frau geschossen? Nein. Aber es hat jemand geschossen. Es war jemand am Fenster. Die Kugel, die steckt in der Wand. Also es gibt jemanden, der Ihre Frau ermorden wollte. Ist da irgendjemand denkbar für Sie? Nein. Ich sehe auch weit und breit kein Motiv. Also Sie haben Ihre Frau, der Familie Ihrer Frau, nicht gesagt, dass Sie im Gefängnis waren? Nein. Absichtlich nicht. Ich wollte die Beziehung zu meiner Frau nicht aufs Spiel setzen. Für mich war die Sache und alles, was damit zusammenhing, erledigt. Was hat sie denn ins Gefängnis gebracht? Eine Schlägerei. Ich habe den Liebhaber meiner ersten Frau so geschlagen, dass er fast daran gestorben wäre. Wann wurden Sie geschieden? Während ich im Gefängnis war. Ja, dass Sie im Gefängnis waren, das ist offenbar bekannt geworden, ne? Ja, meine Frau, meine geschiedene Frau hat hier angerufen. Haben Sie eine Ahnung,
warum sie hier angerufen hat? Ich weiß es nicht. Was vermuten Sie? Ich habe keine Ahnung. Wie hat Ihre jetzige Frau auf den Anruf reagiert? Sie war erschrocken, was ich verstehe. Aber ich glaube, sie hat sich damit abgefunden. Jedenfalls besser als ihr Bruder und ihre Schwester, die ihr immer wieder zugeredet haben, die Ehe zu lösen. Wurde über Scheidung gesprochen? Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, ich überlasse ihr die Entscheidung darüber. Aber sie hat eine solche Entscheidung noch nicht getroffen. Ne? Nein. So viel ich weiß, nein. Bei einer Scheidung würden Sie alles verlieren, nicht wahr? Ja, natürlich. Mir gehört hier nichts. Wo waren Sie heute Abend? Geben Sie den genauen Ort an, nennen Sie die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, die Sie dort getroffen haben. Wir müssen Sie natürlich überprüfen, das verstehen Sie, nicht? Natürlich, ich verstehe. Der Erkennungsdienst aus München ist gekommen. Willi, servus. Wir müssen draußen Spuren sichern. Zeigen Sie meinem Kollegen bitte das Fenster. Wir müssen Schuss entfernen, Schussrichtung festlegen. Sie haben dich nicht verhaftet. Wie du siehst. Aber um dir wenigstens eine kleine Freude zu machen. Man ermittelt gegen mich. Oh, das hat diesen Ring. Hat der Sturm irgendwelche Schäden angerichtet? Keine Schäden, Herr Schulte. Wasser? Auch keine Wasserschäden. Was mit den Pferden? Die waren sehr unruhig, aber der Sturm hat ja nachgelassen. Gut, dann. Wo willst du hin? Zu meiner Frau. Wissen Sie, was passiert ist? Meine Schwester hat ihre Aussage zwar zurückgenommen, aber doch nur aus Angst vor ihm. Für mich steht absolut fest, dass er sie umbringen wollte. Er geht gerade rauf zu ihr. Es gibt gar keinen Grund, ihn daran zu hindern. Bitte? Marlene, du schläfst heute Nacht bei mir im Zimmer. Oder möchtest du lieber mit Eberhard nach München? Ja, genau. Das wird das Beste sein. Ich werde gleich deine Sachen packen. Waltraud, lass mich bitte mit Marlene allein. Marlene fährt mit Eberhard nach München. Marlene, du kannst doch jetzt nicht so einfach ausziehen. Da werden sich doch die Leute fragen, warum tut sie das? Ich denke, darauf wird wohl jeder auch die Antwort wissen. Marlene, du hast doch deine Aussage zurückgezogen. Das ist kein Grund, also das Haus zu verlassen. Ach, Eberhard, Marlene fährt mit dir nach München. Selbstverständlich fährst du mit nach München. Keine Minute bleibt sie länger hier. Du hältst Richard! Waltraud, ruf sofort die Polizei. Sehr gut, wenn sie sieht, wie der sich hier aufführt. Und Sie haben gar nichts gehört? Wie ich schon sagte, der Sturm war so stark, es war nicht möglich. Sie wohnen hier im Gesindehaus. Ja. Erst als die Landpolizei auf den Hof fuhr, da bin ich aufmerksam geworden. Wir haben nichts gefunden, keine Spuren. Weder an der Wand noch am Boden. Der Regen hat alles aufgebracht. Ja, so gut. Dann. Wie viele Leute gibt es sonst noch auf dem Hof? 4 Männer und eine Frau. 2 Mechaniker, ein Melker und eine Lebe. Und eine Magd. Die wohnen alle im Gesindehaus. So, dann gehen wir noch mal rüber. Ja. Sie sehen, die haben schon alle geschlafen. Danke, Sie können sich wieder hinlegen. Vielen Dank. Wie groß ist das Gut? Nicht sehr groß. Wir haben viel Weideland abgegeben. Aber es ist sehr alt. Mein Vater war hier schon Verwalter. Ich bin im Gesindehaus geboren. Wozu denn der Koffer? Ich nehme meine Schwester selbstverständlich mit nach mir. Warum wollen Sie das Haus verlassen? Muss sie das jetzt unbedingt nochmal erlauben? Nee, schon gut, schon gut. Ist es vom polizeilichen Interesse, dass Sie hier bleiben? Nein, nein. Brauchen Sie mich noch? Nee, nee. Wir haben doch alle Adressen, nicht wahr? Ja, die haben wir. Gut. Gut, dann können wir. Komm. Komm, komm! Marlene, komm! Marlene! Marlene.
damals hier was getan. Nein, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Brauchen Sie mich? Nein, im Moment nicht. Was heißt im Moment? Brauchen Sie mich morgen, übermorgen, wann? Was ist los? Die Ermittlungen haben ja gerade erst begonnen. Die gehen natürlich weiter. Morgen, übermorgen. Wer weiß ich, wie lange. Jedenfalls so lange, bis wir den Täter gefunden haben. Entschuldigung. Selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch an meinem Interesse. Die hätten wir nicht festnehmen sollen? Können wir gar nicht. Sie hat ihre Aussage zurückgezogen. Ja, wieso fährt die weg? Ich meine, die ist ja richtig geflüchtet. Der Schreck, der Schock, was weiß ich. Vielleicht ist sie morgen wieder zurück. Weißt du, ich komme über eins nicht weg. Wie man auf eine solche Entfernung daneben schießen kann. Herr Wesenbrink! Lassen Sie bis morgen die Fensterscheibe reparieren. Das Bild ebenfalls. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich wieder dahin. Ist gut, Herr Schulte. Ach, Fräulein Heimann, liegt Ihnen daran, dass ich heute Nacht... Sie meinen, hier im Haus übernachten? Nein, danke, nicht nötig. Ich habe keine Angst. Gute Nacht, Frau Heimann. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum bist du nicht auch nach München gefahren? Du meinst, das Haus dir allein überlassen? Sie hat dich erkannt. Wenn sie mich erkannt hat, warum hat sie dann ihre Aussage zurückgezogen? Hast du das nicht gesehen? Sie hat Angst vor dir. Aber Marlene ist sehr wahrheitsliebend. Sie wird die Wahrheit sagen. Morgen. Du solltest dich darauf einrichten. Gute Nacht. Ich freue mich wahnsinnig, dich wiederzusehen. Ganz ehrlich. Du riechst gar nicht nach Kuhstall.
Morgen, Herr Wesenbring. Guten Morgen, Herr Heimann. Na, war es eine ruhige Nacht? Ja, es war ruhig. Wo ist meine Schwester? Ich habe sie schon gesehen. Der Schuld? Der ist wohl im Haus. Danke. Rein. Morgen. Morgen. Marlene lässt sie ausrichten, dass sie ihre letzte Aussage nicht korrigieren wird. Dafür verschwindest du. Bis heute Abend. Guten Morgen. Wie geht's, Marlene? Nicht besonders. Sie hat kaum geschlafen, nur da gesessen und geweint. Sie sagt, ihr soll die Koffer packen. Sie will zurückkommen, aber sie will ihn nicht sehen. Er wird gehen? Auf Sie habe ich gewartet. Bitte kommen Sie herein. Danke. Da geht's lang. Bitte. Oh, Vorsicht, stoßen Sie sich nicht. Danke. Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Wieso? Wieso haben Sie auf uns gewartet? Na, er war ja bei mir diese Nacht. Er hat mir erzählt, was da passiert ist. Eine verrückte Geschichte, was? Soll auf seine Dame geschossen haben und jetzt sei die Hölle los. Hat er sich so ausgedrückt? Jedenfalls benahm er sich so. Warum hat er Sie aufgesucht? Ach, was weiß ich. Ich habe mich das selbst gefragt. Was kommst du her? Was willst du von mir? Was soll ich tun? Dir deine Hand halten? Es muss doch einen Grund geben, dass er sie in der Nacht, in derselben Nacht noch aufgesucht hat. Ein Idiot ist er. Ein Idiot. Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen Idioten gesehen. Wieso ist ein Idiot Ihrer Meinung nach? Er war Kellner in dem Lokal, in dem ich auftrete. Und Kellner hätte er bleiben sollen. Da gehörte er hin. Da gehörten wir beide hin. Wir waren da zu Hause. Und sonst nirgendwo. Gut, Sir. Deswegen sage ich, dass er ein Idiot ist. Haben Sie sich von ihm scheiden lassen? Ich? Also er. Ich habe mich mit Händen und Füßen gesträubt. Nur weil er jemanden halb tot geschlagen hat. Mir hat's nicht wehgetan. Im Gegenteil. Ich mag Männer, die ihre Fassung verlieren. Die jähzornig sind. Falls es Sie interessiert. Als er entlassen wurde, stand ich am Gefängnistor. Nicht gerade mit Blumen, aber mit seinem Lieblingsschnaps. Vorm Gefängnis wollte ich mit ihm anstoßen. Er ließ mich stehen und fuhr am nächsten Tag nach Teneriffa und fand dort eine Milchkuh. Und als Ihr Mann wieder geheiratet hatte, da haben Sie seine Frau angerufen, haben ihr erzählt, was sie offenbar noch nicht wusste, ne? Dass er im Gefängnis war. Ich gebe zu, es hat mir sogar Spaß gemacht, es ihr zu sagen. Die hat ja gar nicht gewusst, wen sie da geheiratet hatte. Wollten Sie damit erreichen, dass Ihr Mann wieder zu Ihnen zurückkehrt? Ja, weil er da nicht hingehört. Gut, dass Sie kommen. Es ist uns wohler, wenn Sie da sind. Bitte. Wir setzen Ihnen nämlich gerade die Koffer vor die Tür. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Meine Schwester hat jemanden Ultimatum gestellt. Ja. Bis heute Abend muss er aus dem Haus sein. Muss er. Dazu kann ihn noch niemand zwingen. Sie kann. Sie kann. Ja, heißt es, dass sie ihre Aussage korrigieren würde? Ich weiß nicht. Wo ist der Schulte? Moment. Herr Wesenbring! Herr Wesenbring!
wollte dir nur sagen, deine Sachen sind gepackt. Hast du gehört? Ja, ich hab gehört. Ich werde gehen. Aber ich darf doch wohl noch sowas wie Abschied nehmen, oder? Natürlich. Wollen wir noch einen Rundgang machen? Schließ mich an. Sie haben gestern Nacht noch Ihre geschiedene Frau besucht. Ja. Na, warum haben Sie sie aufgesucht? Was wollten Sie denn von ihr? Möglich, dass Sie die Idee absurd finden. Aber ich dachte, vielleicht hat sie ihre Hand in dieser Sache im Spiel. Wissen Sie, sie hat mir nie verziehen, dass ich wieder geheiratet habe. Und in ein ganz anderes Milieu, in das ich, wie Sie meinen, nicht hineinpasse. Meine Frau, Sie kennen sie ja nicht, sie ist unberechenbar. Und mein erster Gedanke war, sie steckt dahinter. Na, natürlich glauben Sie mir nicht. Man hat mich ja erkannt. Wissen Sie, da gibt es ein Motiv, das ich nicht so einfach übergehen kann. Ihre geschiedene Frau, die telefoniert mit ihrer jetzigen Frau, erfährt von ihrem Gefängnisaufenthalt, ihre Frau ist verstört, die ganze Familie ist außer sich, das kann man doch sagen, nicht? Ja. Es wird die Trennung überlegt, sogar Scheidung, ist das richtig? Das ist richtig. Sie aber, Sie haben sich doch inzwischen an das Leben hier draußen gewöhnt. Das ist auch richtig. Ich habe mich gewöhnt. Einen Geruch von Erde, von Tieren, von Wiesen. Ich kann es nicht mehr aufgeben. Ich kann es nicht und ich will es nicht. Das passt natürlich fabelhaft in ein Mordkonzept, nicht wahr? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Womit? Die Sachen in den Wagen packen. Ja. Hol mir den Wagen aus der Garage. Wenn Marlene kommt, wenn sie wieder hierher zurückkommt, dann möchte ich dich bitten, ihr Folgendes von mir zu sagen. Sag ihr bitte, dass ich sie nie belogen habe. Ich habe ihr vielleicht etwas verschwiegen, aber das ist so unwichtig im Vergleich zu dem, was ich für sie empfinde. Aber du hast sie belogen, mein Gott! Du hast nur gelogen. Ich habe vielleicht zwei Leben gehabt, wenn du das meinst. Eins, das euch nicht gefällt, und ein anderes. Ein ganz anderes. Eins, das gerade erst begonnen hat und das mit dem früheren nichts gemein hat. Überhaupt nichts. Warum erzählst du das alles mir? Einem von euch muss ich es ja sagen. Wie sehr ich meine Frau liebe und alles, was zu ihr gehört. Dieses Haus,
das Land. Einfach alles. Sogar dich. Du. Du klingst sehr glaubwürdig, Richard. Aber auch damit hast du bei mir keinen Erfolg. Das weiß ich, Waltraud. Die waren alle wie vor den Kopf geschlagen. Besonders die Kleine. Welche Kleine? Ja, die Waltraud. Die Jüngere, meinst du? Die ist für uns immer noch die Kleine. Ja, zwar ist sie die Kleine, aber ja, wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Sie ist die härtere von den beiden Schwestern. Nicht? Das ist genau wie ihr Vater. Der strotzt immer gerade so vor Energie. Und die hat sie auch. Die Energie hat sie. Ja, ja, die hat den Schuld in Niemeng. Der war für sie immer derjenige, der ja die Schwester weggenommen hat. Ne? Ja, der sich ins warme Nest reingesetzt hat, wo er nicht hingehört. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigung, können wir rein? Wir würden gerne anfangen. Ja, selbstverständlich. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Ich muss bloß einen Saal absperren. Ja, schon gut. Das ist unser Theaterverein, die haben heute Probe. Geht, erstaunen Sie. Wir haben einen guten Theaterverein. Die spielen nicht nur Volksstücke, die trauen sich auch an Klassiker ran. Na ja, die können sich auch nicht mehr wehren, ne? Ja, da haben Sie recht, ja. Die Besucher, die kommen aus der ganzen Umgebung. Sieht, das war ein gutes Geschäft. Also, die Kleine, die hat Gift und Galle gespuckt. Also ich sage Ihnen das nur, weil Sie nach der Stimmung fragen, die oben am Gutshof Kerstadt als bekannt worden ist, dass der fast ein Mörder war. Ja, wie hat denn die Frau Schulte das aufgenommen? Ja, die ist natürlich erschrocken. Mhm. Aber wenn man es genau nimmt. Nicht so sehr wie Ihre Schwester, die Waltraud, ne? Nein, also die Marlene, die ist, ja, wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? Die ist weicher, die weichere von den beiden, nicht? Also die Waltraud, die ist aus Eisen. Verzeihung, weißt du, ob der Wiesenbrink kommt? Hat? Wissen Sie, ob der Wiesenbrink kommen kann? Der ist nämlich hier Theaterleiter und ohne den geht gar nichts. Der Gutsverwalter, oder? Ja, dann kann der womöglich gar nicht weg jetzt, oder? Ja, von uns aus schon, wir brauchen ihn ja nicht. So? Ja. Mhm. Ja, dann kommt er vielleicht noch. Danke. Theaterleiter, sagten Sie? Ja, er ist ein richtiger Könner, der Wiesenbrinker. So eine Art Genie. Sobald man das sagen kann, bei uns auf dem Dorf heraus, nicht so in aller Bescheidenheit. Ne? Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Nein, danke, vielen Dank. Ja, ich muss nämlich jetzt auch wieder was tun. Nicht? Ich mache nämlich heute den doppelten Umsatz. Die Leute kommen alle herein und wollen was wissen über den Fall, was war oder nicht war. Sogar Wetten werden abgeschlossen. Ja, die Kleine, das muss ja auch mal gesagt werden. Und die mag er nicht so besonders. Nein, die da gebraucht einen sehr guten Vergleich. Eisen. Eisen. Und jetzt möchten wir sehr gerne zahlen, bitte. Bitte, sofort. Das ist nicht so, wie du meinst. Dabei kann doch nichts dafür. Anni, komm bitte schon. Dirndl, was tust denn du da? Nein, Anni, das ist... Wenn es drei bist, du musst da rüberkommen, dass die Leute sehen. Mhm. Probier's noch. Herr Dirndl, was machst denn du da? Er fährt nicht. Ich habe alles eingepackt, seine ganzen Sachen in den Wagen getan. Aber er fährt nicht. Wo ist er? Ich weiß nicht. Der Mann ist einem doch irgendwie unheimlich. So, wo ist Ihre Schwester? Irgendwo da drüben. Ah ja, danke schön. Können Sie ihn nicht dazu bringen, dass er abfährt? Wenn Sie ihn schon nicht verhaften. Wie soll ich das machen? Weißt du, was der Witz bei der ganzen Geschichte ist? Der Täter wollte sie gar nicht treffen. Mhm.
glaube, wir fahren noch mal zurück. So, jetzt holen wir es hin. Grüß Gott. Guten Abend. Guten Abend. Sie sagten doch, dieser Wesenbrink sei Theaterleiter, nicht wahr? Ja, aber der ist noch nicht da. Ja, ja. Die Proben ohne ihn. Ich weiß, kommen Sie mal. Bitte. Also, jetzt spul halt einmal gescheit. Ja, wie soll ich denn spulen, wenn Sie nie einen Text kommen? Ja, spinnst du, ich komme einen Text immer. So, Gabi, jetzt gib halt einmal eine Ruhe, Marco, komm doch einen Text da dabei. Jetzt gebt's eine Ruhe und fangt's einmal von vorne an. Ich bin die Lisa. Im Dorf nennen da Sie dieser Wesenbrink. Leitet ihr nur das Theater, macht das organisatorisch oder spielt auch mit als Schauspieler? Ja, der ist hier der Star, der spielt immer mit. Ja, der hat schon die tollsten Rollen gespielt. Sie sagen Ihnen, wenn Sie den auf der Bühne sehen, nicht zum Wiedererkennen. Verwandlungskünstler, ne? Ja, genau, Sie sagen richtig, das ist nicht das falsche Wort. Sie, übrigens, ich habe ein Album mit Bildern von seinen Rollen. Wollen Sie es vielleicht sehen? Ja, natürlich. Ja, bitte schön, kommen Sie mit. Da pitchen, schauen Sie es an. Da staunen Sie. Was? Haben Sie jetzt endlich den Haftbefehl? Was wollen Sie eigentlich immer mit Ihrem Haftbefehl? Und was wollen Sie hier? Wir schauen uns hier ein bisschen um. Komm, Harry. Der Wesenbring in seiner Wohnung? Nein. Ist die Wohnung offen? Ja, ich glaube schon. Holen Sie ihn bitte. Ja, ist gut. In meiner Wohnung? Ja. Was wollen die da? Haben Sie was gesagt? Nein, nichts, nur dass Sie kommen sollen. Ja, ist gut. Ist gut. So, bitte steigen Sie ein. Waltraud! Was ist denn jetzt los? Was soll denn das? Wo ist der Schulte? Ich möchte ihn sprechen. Er ist schon vor einer Stunde weggegangen. Wohin? Das weiß ich. Vielleicht auf den Hochstand. Da riecht noch den Wagen.
mir das Leben nehmen. Ich konnte es nicht. Das wäre aber auch ganz falsch gewesen.